Okay, sorry, ich hab noch nicht ganz eingeatmet, als ich die Aufnahme gestartet habe. Aber hallo Leute, was geht ab heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal? Ich denke, ich werde direkt anfangen. Ihr seht das Titel, den Titel. Soll ich den Titel eigentlich ändern? Oder findet ihr den gut? Okay. Egal, wisst ihr was? Egal. Wir schauen mal. Oh mein Gott, das ist wieder Dedas, aber schauen wir mal, ob hier jemand taggt oder nicht. Ne? Overwatch, wer es nicht kennt, ich erkläre es gerne mal für euch. Oh, ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Egal. Ich erkläre es mal gerne von euch. Leute hacken oder auch nicht, werden aber dennoch reported. Die Clips kommen dann zu uns, den Overwatchern. Wir schauen uns sie an, bewerten sie, schicken sie an Wolf und Wolf bewertet sie dann komplett. Sehr gute. Das war eine sehr gute Flash. Bis jetzt noch gar nichts. Komisch. Hä? Warum wurde der reported? Es ist die erste Runde. Wisst ihr, warum er reported wurde, Leute? Ich sag euch, warum er reported wurde. Weil er in der Aufwärmungsphase, ja, weil er in der Aufwärmungsphase die Leute gespawnt hat. Das sag ich euch jetzt schon mal. Oder hackt einfach. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, mit Ansage hätte ich das jetzt auch gewusst. Aber einfach so, ohne Long zu gucken, direkt schon so selbstsicher ein bisschen auf Short. Okay, schauen wir mal weiter zu und überlegen uns dann, ob der Typ hackt oder nicht. Er ist einfach reingerannt. Einfach reingerannt. Nirgendwo geprefired. Nicht mal geguckt. Aber wer weiß, zweite Runde, die haben Waffen, die Gegner nicht. Und ja. Also die Gegner dürften Echo machen eigentlich. Eigentlich dürften die eine Echo machen, weil das wäre nicht schlau, wenn sie keine machen. Jetzt dürften die Gegner kaufen. Jo, die Gegner kaufen schön ein. Der eine hat eine AWP. In dem Suspect-Team haben die auch eine AWP und ein SGG. Ja, ich weiß nicht, warum man sich eine SGG kauft, wenn einer... Ja, okay. Okay, doch. Alles gut, alles gut. Da hat jemand immer noch die MP7. Das ist die MP7? Ich weiß nicht. Im Gegner-Team... nicht so unnötig. Ich werde oder kriegt man mit der MP7 mehr am Geld? War das der Fall? Ich weiß es gar nicht mehr. Jetzt läuft auch, guck mal, er läuft ganz alleine B. Okay, da kommt die Bombe mit. Jetzt switchen die wahrscheinlich alle. Okay. Hat den ersten Schuss ziemlich versaut. Sehr gute Flash. Woher weiß er das? Er hat die Steps wahrscheinlich. Das sind Steps. Ich trinke jetzt mal ein bisschen etwas. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich bin ziemlich durstig. Ich weiß nicht. Wenn es euch stört, dann macht jetzt auf leise. Und macht in 10 Sekunden wieder auf laut. Genau. Okay. Okay, aber er weiß noch nichts. Und da sieht man... der Reflex, aber der hat ihn nicht gekriegt. Nur mal zur Info, ja. Oh, die haben drei AWPs, Alpha, Flut und Flut und Duck. Die haben alle drei eine AWP. Eine AWP schon weg, großer Fehler. Man sollte immer, das ist aber auch ziemlich pre-knowledge hier. Da ist jemand CT, hat der, da ist noch jemand CT. Hätte er das hätte er wissen können, also er hat es gewusst wahrscheinlich wegen der Granate. Genau. Aber ja. Ist egal. Da ist einer. Er läuft einfach durch. Ich verstehe das nicht. Hat er denn wirklich einen Warlag? Das sieht man hier nicht. Die Leute, die am auffälligsten spielen, sind am unauffälligsten, ja. Also, keine Ahnung. Wow. Wie überprüft das eigentlich Wolf? Also, wisst ihr, ich habe mir schon mal darüber Gedanken gemacht. Ich bin so ein Typ, der... Boah, der ist hingesmoked. Ich bin so ein Typ, der ich kann programmieren. Ich habe Ahnung davon. Was ist, wenn Wolf tatsächlich die Erlaubnis laut AGB hat, ja, deren Gesetze meine ich, so, deren Regeln, dass man, dass die unsere Tasks sehen können, die wir offen haben. Aber theoretisch, ich habe mal jemanden auf YouTube gesehen, der hat gesagt, der wurde entbannt, er wurde gebannt VOC, weil er Cheat Engine offen hatte für ein anderes Spiel, ja. Totaler Bullshit, Leute. Das ist totaler Bullshit. Er wurde dafür nicht gebannt, ja.
Und er hatte auch nie ein VHC. Er wurde anders entbannt, wenn dann. Denn das Cheat Engine war nie injiziert in das Spiel. Darum geht's nämlich. Das überprüft VHC meines Wissens. Und deshalb denke ich, dass Wolf, wenn er wirklich deshalb entbannt wurde, dass Wolf die Zugriff auf Injektionen zum Spiel haben, während ihr gerade spielt. Das macht das VHC. Und die Informationen zum, was für Tasks ihr gerade aufhabt. Wenn ein Programm injiziert ist in euer Spiel, dann wissen die das und so weiter und so fort. Euch direkt bannen können die dafür aber nicht, weil es könnte genauso gut ein Aufnahmeprogramm sein. Das Layout von einem Aufnahmeprogramm, wie bei mir zum Beispiel, das seht ihr aber nicht, das ist extern. Genauso wie man einen externen ESP-Hack nicht sieht, in Videos. Denn das ist ein Overlay und mein Spiel wird aufgenommen und nicht mein Fenster, also das Fenster und nicht das, mein Bildschirm. Nur das Spiel. Deshalb ist das so ein bisschen. Ne? Ich habe den Faden verloren. Egal, ihr wisst, was ich meine. Also, ich denke, Wolf hat schon die Ahnung, was hier ablaufen hat, Programme. Und die lassen uns auch watchen, damit die nicht den ganzen anderen Crap durchgucken müssen. Genau. Ich denke nur. Ja, genau. Zack, der hat Steps gemacht. Leute. Boah, keine Ahnung. Wisst ihr was? Ich gucke mir das nochmal alleine an. Ich kann hier auf jeden Fall. Ich kann hier gar nichts zu sagen. Ich gucke mir das nochmal alleine an. Und cutte jetzt kurz. Bis gleich. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich lasse euch doch dann teilhaben. Wisst ihr warum? Einfach aus dem Grund, weil das Video nur 6 Minuten ging. Und schauen wir uns mal genauer an, okay? So. Wir konzentrieren uns jetzt auf das Gameplay. Er hat gerade den Typen an der Smoke nicht gesehen. Er hat nicht gesteppt. Ja? Das heißt, ich glaube, er hat hier alles legitim gemacht. Er hat hier nach rechts geguckt, muss aber gar nichts bedeuten. Nochmal eine Flash geworfen, die übrigens sehr gut war. Also ich würde hier auf keinen Fall sagen, dass es Silberlobby war. Diese Flashes, die man mit Rechtsstick nutzt, die Silberleute wissen nicht mal, dass es das gibt, ne? Und zugleich war die gut und auch die mit, also die Flash, die gleich noch kommt, war auch ziemlich gut. Ich weiß ja, dass er auf Short ist, aber der untere Mate wusste das auch. Das heißt, ich denke, das ist eine Info gewesen. Und ich denke, das war eine Info. Und genau. Er geht einfach durch. Er guckt aber auch Cars. Aber Cars sollte man immer wirklich ganz weit nach rechts gucken, weil der Winkel ist ein bisschen problematisch. Man sollte alles im Blick haben, nicht nur so ein Stückchen. Da könnte sich immer jemand verstecken. Da geht man City. Man hört die Steps. Ich muss das Spiel lauter machen. Man hört die Steps. Und ja, ich werde jetzt ein bisschen ruhiger sein, weil ich muss das Leute wirklich analysieren hier. Ich muss das wirklich verstehen. Okay. Er hat sich gar nichts gekauft. Weiter mit der MP7 hier. Versucht er sein Glück. Das ist doch die MP7, oder? Keine Ahnung. Er versucht weiterhin sein Glück. Geht hier durch. Ganz keine Probleme. Also, bis jetzt ist es noch ganz legitim. Also, ich weiß nicht, was ich vorhin da für ein Problem hatte. Hier wusste er nicht mal, dass der Gegner da ist. Er ist gejumpt, ohne da mal kurz zu pre-aim. Legitim. Also, ganz saubere Runden eigentlich. Hier sieht er bereits, dass er auf Short kommt. Ich weiß nicht, ob er das schon wusste oder nicht. Das ist ein sehr gutes. Die meine ich, die Flash. Aber hat man ihn gesehen? Ich weiß nicht, ich habe es wieder nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man ihn gesehen hat. Man sollte für Overwatch ein separates, wirklich so separates. Ja, hier UI bekommen, eine Demo-UI, oder wie man das nennt. Eine separate und die einfach mal steuern können, das Overwatch. Das wäre viel besser. Hier geht er so komisch nach unten. So, als wüsste er, dass das da. Ich hätte komisch hingeaimt auf seinen Kopf. Aber Aimbot muss ich leider hier komplett raus. Lassen. Wow, das ist der komplizierteste Fall, den ich jemals hatte. Ich muss ihn sogar doppelt angucken. Hier kommt einer und den hat er gekriegt. Ah, es ist komisch.
Vielleicht ein Sound-ESP. Vielleicht hat er ein Sound-ESP. Aber. Der zum Beispiel, er hat hier seine Waffen geswitcht, obwohl er ihn ja mit dem ESP sehen müsste. Das ist einfach komisch, das ist einfach. Ich möchte ihn sehr ungern reindrücken, weil das. Aber hier geht er auch so easy rein, die Runde hat aber gerade erst begonnen. Pit guckt er gar nicht, braucht er auch nicht immer tun, aber. Vielleicht hofft er einfach viel auf Glück, vielleicht ist das wirklich ein Silberlobby? Vielleicht smurft er ja einfach nur. Schauen wir uns mal die Waffen der Gegner an. Das ist die. Weiß ich, wie viele Runde. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die haben das ganze Match lang keine vernünftigen Waffen, die CTs. Vielleicht wissen die das nicht, dass die M4 und die AK so die Hauptwaffen sind. So, was heißt Hauptwaffen? Dass das die Waffen sind, die so am effektivsten sind. Ich würde immer die M4 kaufen. Also die M4 A1. Also die mit Schalldämpfer meine ich. Okay. Den auf Ramp, den habe ich auch gehört, die Steps, aber den auf CT, den weiß ich nicht. Den unten CT, wo es nach oben geht. Wow. Hier chattet er wahrscheinlich rein. Hier geht er, okay. Guckt er sich Alpha an, den Lieben. Gucken wir uns das genau an. Alpha geht durch. Er guckt sogar nach hinten. Smoke. Komplett okay. Rechts ist ein Gegner. Und Long, ja. Ich weiß es nicht. Würdet ihr ihm ein. Ich weiß nicht, würdet ihr ihm Wallhack reindrücken? Schreibt in die Kommentare. Fälle, die ich überhaupt nicht lösen kann, die würde ich ja vertagen, aber das ist alles pre-aufgenommen, also. Das kann ich nicht tun. Hätte ich eine Twitter-Seite, würde ich es aufnehmen und den Clip hochladen. Und dann mit euch bewerben. Aber ich habe keine Zuschauer. Ja. Für mich sah es sehr komisch aus. Manchmal. Oh, sorry, ich habe voll ins Mikro gepustet. Ich werde unzureichende Beweise bei Zielhilfe antippen. Ich tippe auch mal, dass er hier keine Sichthilfe hatte, irgendwie, ich weiß nicht. Außerordentliche Störung, anderweitige externe Hilfe hat er wahrscheinlich auch nicht. Oder doch? Irgendwie konnte er das am Ende, wenn keiner Long steht, dann gehe ich auch Long. Ja. Aber einfach, weil. Wisst ihr was? Ich bin nicht der Einzige, der das macht, diesen Overwatch. Das könnten viele machen. Das könnten 10 machen, glaube ich ungefähr. Ich werde nichts machen. Es sind einfach viel zu unzureichende Beweise hier. Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Wolf klärt das schon, wenn da was ist, ja. Das wird sich schon machen. Vielleicht gibt es erfahrenere Leute. Ich kann hier leider nichts reindrücken. Ich gebe das Urteil ab. Es ist nur fair. Wenn er gecheatet hat, hat er das wirklich gut gemacht. Trotzdem respektiere ich es nicht. Ich lade das Overwatch runter. Werde aber wahrscheinlich eventuell keine Folge mehr aufnehmen, vielleicht nachts. Aber das ist. Ja. Haut rein, ciao und viel Spaß bei meinen anderen Videos.